Soll ich als Mann gefährlich sein, aggressiv sein oder meine Aggressivität zurückhalten und blockieren? Wenn du leidenschaftliche Sportler anschaust bei der Weltmeisterschaft oder Rapper, Hip-Hop-Szene, die sind tätowiert, die sehen sehr aggressiv aus, sehr gefährlich aus, aber sie haben das unter Kontrolle. Das heißt, wenn du deine Aggressivität oder diese Energie, dieses Maß Energie praktisch in dir entdeckst, integrierst und einfach mit Verantwortung kontrolliert einsetzt, um dir und anderen Leuten zu helfen, dann kann es sogar sehr anziehend sein. Und sehr männlich.